Good morning. Guten Morgen. I hope you slept. Ich hoffe, dass ihr geschlafen habt. Because in night you are supposed to sleep. Denn in der Nacht sollt ihr schlafen. Even though Jesus didn't sleep much at night. Auch wenn Jesus in der Nacht nicht viel geschlafen hat. But people keep trying to convince me that the nights are here to sleep. Die Menschen überzeugen mich immer wieder, dass die Nacht zum Schlafen gedacht ist. You know, Jesus walked on the water at night. Jesus ging auf dem Wasser in der Nacht. He worked late at night and got up while the sun was not even up yet. Er arbeitete bis spät in die Nacht hinein und stand früh auf, bevor die Sonne aufging. You know, people say, well, that's Jesus, people say. Die Leute sagen, das ist Jesus. Something just exploded in my office and I don't know what it was. Irgendetwas ist gerade in meinem Büro explodiert und ich weiß nicht, was es ist. But that's okay, we are here. Alles gut, wir sind hier. So, let's keep going. Lass uns weitermachen. I hope you slept well because you need your sleep. Hoffe, du hast gut geschlafen, denn du brauchst deinen Schlaf. And there are people who get very cranky when they don't sleep. Es gibt Menschen, die sehr launisch werden, wenn sie nicht schlafen. But I think Daniel slept very well last night. He looks happy. Aber ich denke, dass Daniel letzte Nacht sehr gut geschlafen hat. Er schaut sehr glücklich aus. So, let's continue to talk about the nature of God. Lass uns weiter über das Wesen Gottes sprechen. Do you know, when we talk about the nature of God, there is something that's very hard for people to actually reconcile. Wenn wir über das Wesen Gottes sprechen, gibt es etwas, womit sich die Menschen sehr schlecht anfreunden können. And it is passing through difficult moments when God is good. Und das ist, durch schwierige Zeiten gehen, wenn Gott gut ist. You know, I found that this is something that so many people struggle with. Ich habe herausgefunden, dass damit so viele Menschen zu kämpfen haben. Think about how many people have said something similar to this. Überlege, wie viele Menschen etwas Ähnliches wie dieses gesagt haben. If God is good, why did he allow this baby to die? Wenn Gott gut ist, warum ließ er es zu, dass dieses Baby gestorben ist? If God is good, why does he allow the COVID? Wenn Gott gut ist, warum lässt er COVID zu? If God is good, why do the innocent suffer? Wenn Gott gut ist, warum leiden die Unschuldigen? You know, the interesting thing is this. Das Interessante ist, we have not established a certainty in our hearts that God is only good. Wir haben in unseren Herzen keine Gewissheit etabliert, dass Gott nur gut ist. Therefore now we have to establish a theology around circumstances that we don't understand. Daher müssen wir jetzt um Umstände herum, die wir nicht verstehen, eine Theologie schaffen. And we question the goodness of God when we don't understand things. Und wir stellen die Güte Gottes in Frage, wenn wir gewisse Dinge nicht verstehen. You know, questions like this show that our hearts are not even convinced that God is only good. Solche Fragen zeigen auf, dass unsere Herzen nicht davon überzeugt sind, dass Gott nur gut ist. Because otherwise I would never say if God is good. Sonst würde ich nie sagen, wenn Gott gut ist. If he is a God who loves. Wenn er ein Gott ist, der liebt. So how do we navigate through those things? Because bad things happen to good people. Wie kommen wir durch diese Dinge? Denn schlimme Dinge passieren auch guten Leuten. We live in an evil and wicked world. Wir leben in einer bösen und verkehrten Welt. And there are evil and wicked people. Und da gibt es böse und schlimme Leute. And listen, I have a revelation for you. Hör zu, ich habe eine Offenbarung für dich. There are evil and wicked people in the world, and there are evil and wicked people inside of the church. Es gibt böse und schlimme Leute in der Welt und es gibt böse und schlimme Leute in der Gemeinde. Isn't that shocking? Ist das nicht schockierend? You know, people keep shocked when they say, he was a Christian and he did that. Menschen sind schockiert, wenn sie sagen, er war ein Christ und er hat das getan. Yes. Ja. There are bad people doing bad things. Es gibt böse Menschen, die schlechte Dinge tun. It's that simple. Es ist so einfach. And if you connect all of that to God, you will begin to doubt his nature. Wenn du das alles mit Gott in Verbindung bringst, fangen wir an, sein Wesen anzuzweifeln. So I'm going to give you some practical steps so you can navigate through hard times. Ich gebe dir praktische Schritte, wie du durch schlechte Zeiten hindurchkommst. But you know, I had to navigate through many painful times in my life. Ich musste in meinem Leben durch viele sehr schmerzvolle Zeiten hindurchgehen. As a Christian. Als Christ. When God asked me to go to a country where they persecute and torture and murder Christians. Als mich Gott bat, in ein Land zu gehen, in dem die Christen verfolgt und gefoltert werden. And they also made life very hard for me. Auch machten sie das Leben für mich sehr hart. I had to take all of my clothes off and I had to put a gun. I had a gun put to my head. Ich musste alle Kleider rausziehen und mir wurde ein Revolver an den Kopf gehalten. The communists kept me from 6 o'clock in the evening till 4 o'clock in the morning. Die Kommunisten hielten mich von 6 Uhr abends bis 4 Uhr morgens fest. And then they chased me for 5 days, day and night. Und während 5 Tagen verfolgten sie mich Tag und Nacht. The whole country. Durch das ganze Land. You know, and I've experienced many other painful things. Und ich habe viele andere schmerzhafte Dinge erlebt. So the first
first thing that you need to do to navigate through difficult times. Das erste, was du machen musst, um durch schwierige Zeiten hindurchzukommen, ist is to guard your heart from the lie that God is not good. Dein Herz vor der Lüge, dass Gott nicht gut ist, zu bewahren. So now, how do you guard your heart? Wie schützt du dein Herz? That's a question that many people have asked me. Das ist eine Frage, die mir viele Menschen gestellt haben. So I'm going to give you a very simple understanding. Ich gebe dir ein sehr einfaches Verständnis. There are two entrance gates into your heart. Zu deinem Herzen gibt es zwei Eingangstore. The first one are the natural five senses. Das erste sind die fünf natürlichen Sinne. And then the second one is the spirit. Und das zweite ist der Geist. So everything that comes into your heart from your spirit, you don't have to guard. That's very good. Alles, was von deinem Geist in dein Herz gelangt, musst du nicht bewachen. Das ist sehr gut. Because your spirit is perfect and God's spirit is communicating with your spirit. Denn dein Geist ist perfekt und Gottes Geist kommuniziert mit deinem Geist. So the other entrance gates are your natural five senses. Das andere Eingangstor sind deine fünf natürlichen Sinne. That's where you have to guard. Das musst du bewachen. So what you see, what you hear. Also was du siehst, was du hörst. What you feel. Was du fühlst. So when you hear bad things happening. Wenn du hörst, dass schlimme Dinge passieren. If at that moment you don't guard your heart and say, I know there are bad things happening, I just heard it, but I will not allow this line to my heart that God is not good. Wenn du in diesem Moment dein Herz nicht bewachst und sagst, ich weiß, dass schlimme Dinge passieren, ich habe es nur gehört, ich erlaube diese Lüge, dass Gott nicht gut ist, nicht in meinem Herzen. So you always have to guard your heart regarding whatever enters through the natural senses that doubts the goodness of God. Du musst also immer dein Herz bewachen, was durch die fünf Sinne hineinkommt, was die Güte Gottes anzweifelt. So when I hear that a little baby died of cancer. Wenn ich höre, dass ein Baby an Krebs gestorben ist. This is a natural news that comes in through my ears and tries to go into my heart. Ist dies eine natürliche Nachricht, die durch meine Ohren versucht, in mein Herz zu gelangen. The first thing to do is this. Das Erste, was zu tun ist, ist dies. I say, God, I don't understand and I don't need to understand. Ich sage, Gott, ich verstehe das nicht und ich muss es auch nicht verstehen. But one thing I will not allow in my heart and that's the doubt that you are good. Aber eine Sache, die ich meinem Herzen nicht erlaube, ist die Lüge, dass du nicht gut bist. And I begin to magnify his goodness. Und ich fange an, seine Güte groß zu machen. I literally begin to praise him and praise him and praise him because he is good and nothing but good. And perfectly good. Ich lobe, preise, lobe ihn, denn er ist gut, nichts als gut, vollkommen gut. When I hear bad news, I spend a long time just saying thank you, Jesus. Why do I do that? Wenn ich schlechte Nachrichten höre, dann verbringe ich eine lange Zeit damit, Jesus zu danken. Warum mache ich das? First of all, the Bible tells us to do that. Als erstes sagt uns die Bibel dies zu tun. Secondly, that's how you guard your heart. Zweitens ist dies der Weg, dein Herz zu bewahren. Not constantly messages enter my heart that God is maybe not as good as I think he is. Wenn nicht, kommen ständig schlechte Nachrichten in mein Herz, dass Gott vielleicht nicht so gut ist, wie er ist. We'll see you tomorrow. Wir sehen dich morgen.